Die Access AMX 8.57 und die CF Moto Seaforce 800 werden vor allem von Piloten eingesetzt, die ihr ATV eher für Touren auf Straßen und geschotterten Wegen nutzen, als für Hardcore-Einsätze in schwerem Gelände. Für gemäßigte Offroad-Wanderungen zu zweit und mit Gepäck sind sowohl die Access AMX 8.57 als auch die CF Moto Seaforce 800 gut geeignet. Im direkten Vergleich bietet die Access mehr Fahrspaß, während sich die CF Moto komfortabler gibt. An der Access mit langem Radstand wäre eine Servolenkung wünschenswert und an der CF Moto eine leistungsstärkere Bremsanlage. Ausgesprochen erfreulich sind die Preise der großen Tourer. Mit Loftzulassung und ohne Servolenkung bleiben beide Kandidatinnen unter der 9.000-Euro-Marke. Und für die ansonsten überaus umfangreiche Serienausstattung ist das eine starke Ansage. Der detaillierte Testbericht ist in der Ausgabe März 2016 von ATV und Quad zu finden.